Jo, Heizig zu Assassin's Creed. Wir wollen ja uns nachts mit dem guten. Wie heißt er denn? Borak heißt er nicht. Irgendwie anders. Brock, glaube ich, heißt er. Treffen. Deswegen lasse ich mal ein bisschen Zeit vergehen. So, was haben wir jetzt? Ich weiß es nicht. Die lassen uns nicht im Stich. Brock hätte zurück sein sollen. Hm. Willst du helfen? Wie kann ein Haufen hungernder Zwerge so viel scheißen? Der Erhabene wird uns vor den Riesen retten. Aber wer rettet uns vor dem Erhabenen? Tja, wo ist er? Dreimal hat sie mich gestochen. Dreimal. In die Hand, den Hals und dann ins Auge. Mein wahrer Meister erduldet solche Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Diese Bremse war so groß wie ein Eichhörnchen. Ein großes. Ein Troll könnte mir die Gliedmaßen ausreißen und doch würden meine Hände die Arbeit allein beenden. Das ist Hingabe. Das ist Leidenschaft. Das ist... Pferdescheiße. Meister Brock, ich bin froh, dass du es nach Hause geschafft hast. Und dein Bruder? Konntest du ihn finden? Stimmt. Du hast nie gesagt, wo er steckt. Ich glaube, Sindri ging auf Abenteuerreise. Abenteuer? Nein, ganz und gar nicht. Er sucht einen besonderen Met. Er sagte, er verschmachtet sich danach. Einen Met? Ja, einen besonderen Met. Sutungs besonderen Met? Was hat der Eisarsch damit zu tun? Wir sind hier nicht in Jötunheim, falls du es nicht bemerkt hast. Es gibt einen Met, den sie unten in der Brauerei herstellen. So süß, dass er... also, er ist einfach scheiß süß, klar? Jedenfalls hatte Sindri da irgendwie Lust drauf. Für ein Horn oder zwei, sagte er. Und weg war er. Das war vor einem halben Monat. Okay. Ich riet ihm davon ab. So viele Riesen unterwegs. Aber er wollte nicht hören. Er immer mit seinem Heißhunger. Wo finde ich diese Brauerei? Östrop. Südöstlich von hier. Jenseits des Sumpfes. Kaum zu verfehlen. Gehst du ihn retten? Ich finde ihn, ja. Und danach werdet ihr es mir vergelten, indem ihr Ivaldi bei einer Aufgabe helft, die ich ihm gestellt habe. Augenblick mal. Wir haben nicht... Gut. Also abgemacht. Wegen dieser Bremse. Das war Loki. Selbst Thor hätte seinem Stich nicht standgehalten. Okay, komm raus hier und den Typen finden. Hilf mir auf die Sprünge. Welchem Umstand verdanke ich deine Gesellschaft? So, hier geht's aber garantiert nicht raus. Ich habe keine Ahnung, wo wir doch weg. Da hinten. Hier gibt's schon genug Elend. Hat das irgendeinen Sinn, dass wir das Ganze irgendwie nachts machen? Wahrscheinlich, oder? Da unten soll es sein. Ist eigentlich egal, wie wir da hinkommen. Eins muss ich Sindri lassen. Trotz allem, was geschehen ist, wagt er es noch immer, sich ein Horn von Svart Alfahems bestem Mehl zu genehmigen. Dann bringe ich sie mal zum Reden. So, schauen wir mal. Ah, da hinten ist noch so ein doofer. Ja, ich glaube, ich brauche noch welche, ne? Oder? Das wird Garabe, meine ich natürlich, die ich nie treffe. Wo sollt ihr? Komm. Ach, komm jetzt. Okay. So, jetzt mal kurz gucken. Es geht ja hier in die Richtung. Da hinten ist die Brauerei, denke ich mal, ne? Der süße Duft von Verdorben vom Gestank der Feuerriesen.
Und Jötna. Na, ihr Häschen? Ihr seid mir zu doof. Erbärmlich! Der Nähte ist aus! Mach mir noch ein paar! Mach den Igel aus der Ratte! Aspels Volk nutzt diesen Ort gar nicht. Sie lassen ihn verkommen. Nicht schlecht. Knack. Ja, da hinten. Ich muss sehen, was du siehst. So, wo ist das Eckchen jetzt hin? Ich dachte, das kann man zerschießen. Nö. Traumfänger. Der Mietduft wird stärker. Das muss das Lager sein. Sindris Nase wird ihn hierher geführt haben. Dein Schicksal ruft! Jawohl. Na gut, okay. Wunderbar! Zu den Waffen! Verteilt, mein Leben gehört! Interessant, wo ist denn das da drin? Okay. So, aber wir wollten ja die anderen befreien. Wo sind denn die? Okay, an den Bottich kommen wir nicht ran. So noch runtertauchen oder was? Da ist man immer betrunken danach. Das ist nicht gut. Führ sie bloß nicht hierher. Also ich dachte, es wäre jetzt hier und wir müssen die hier irgendwie befreien. Okay, es ist irgendwie ein bisschen woanders. Los, Sühnen. Unten irgendwo drin, in dem Haus, oder unterm Haus wahrscheinlich. Sieht nicht gut aus. Dieser Hammer trägt Sindris Zeichen. Und hier ein Beutel mit gerösteten Eicheln. Hier muss es doch eine Spur von Sindri geben. Hier hing eine Kette. Den Kerben nach zu urteilen, war etwas Schweres daran befestigt. Ich habe genug Zwerge getragen, um zu wissen, dass sie nicht so leicht sind, wie sie aussehen. Okay, dann nach unten, oder? Das Blut
ist viele Tage alt. Eine Spur führt hinein, die andere hinaus. Ist das Sindris besonderer Met? Wenn ich mir diese Pfützen ansehe, muss er wohl darin gebadet haben. Sehr interessant. Okay, wie kommen wir hier rein? Also müssen wir es aufmachen da oben, okay. Mhm. Haben wir irgendwas Offenes? Wahrscheinlich nur oben, oder? Na. Bruck. Okay. Mach Idiot, Junge. Das macht Sinn, glaube ich, oder? Das hier nebenan macht das auch Sinn. Ja, wahrscheinlich schon, ne? So, wo muss das rein? Da rein. Katsching. Aber wir gucken mal eben kurz, was ist hier noch drin? Nix, aber nebenan, ne? Hm. Songs, okay. So, bleib wachsam, wir wollen hier wieder raus und das ist in welchem Raum gewesen? Irgendwie nebenan, oder? Hm. Haben wir noch nicht alles gefunden? Ist da noch was unten? Ist normalerweise immer im selben Raum, oder? Thank you.
Und vor allen Dingen ist es halt etwas, was ich knacken können muss, ohne dass ich hier dieses Rätsel löse. Weil das Ding ist ja optional, ne? Komm schon, geh rauf. Jetzt, komm. Wahrscheinlich habe ich ja ganz am Anfang irgendwas im Raum vergessen, oder? Irgendwas übersehen hier. Ah, okay. Was ist denn das da unten? Da muss man irgendwie hinkommen. Achso, Moment, oder hier rauf. Hm. Was haben wir denn hier? Mhm. Die Feuerriesen haben hier in der Nähe ein Gefängnis. Jarnsfuß nennen sie es. Vor einigen Tagen wurde Sindri gefangen, während er draußen herumschlich. Er wurde zum Verhör hierher geschleppt. Sie nahmen ihm seine Habseligkeiten ab. Sogar seine gerösteten Eicheln. Eine der vielen Zwergenspeisen, die ich nie verstehen werde. Sie versuchten, seine Zunge mit gerade dem süßen Met zu lockern, auf den er aus war. Sie ertränkten ihn fast darin. Doch die Zuflucht wurde nicht überfallen. Also muss Sindri sich unbeugsam geweigert haben, den Standort preiszugeben. Hm. Stattdessen wurde er fortgeschafft. Dann holen wir ihn aus dem Kerker raus, oder? Soft. Aber am Leben. Wahrscheinlich, um ihn noch mehr zu foltern. In einem behelfsmäßigen Gefängnis namens Jarnsfuß. Dorthin sollte ich als nächstes. Okay. So, wer weiß, wo es ist? Wo werden sie ihn wohl festhalten? Jarnsfuß, wissen wir das? Wo das ist? Da unten. Ja. Oh, euch habe ich ja gar nicht gesehen. So, fertig. Ja, zu, ist ganz schön weit. Irgendwo hier muss es sein, oder? Ah, durch den Sumpf noch weiter durch, okay? Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Gebäude ist, ne? Kann ja irgendeine Höhle sein oder was? Aha, da hinten, oder? Hier stinkt es nach Elend. So etwas würde ich selbst Loki nicht wünschen. Trotz all seiner Verbrechen. Vermutlich wurde Sindri vor vielen Tagen hierher gebracht. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Schon ein paar drin. Könnte der sein? Was siehst du da oben, Sühnen? Irgendwo da hinten drin wahrscheinlich, ne? Hilfe, Hilfe, okay, da hinten ist er drin.
Das mit dieser Pfeilpower habe ich noch nicht gerafft, weil man kann eigentlich sich ja nur beamen, ne? Ob das jetzt was bringt? Ich weiß es nicht. Knuff. Wir noch irgendwie cool rüber? Ja, hier. Gut, dann nicht. Gehen wir da rauf, oder? Na, die können jetzt nicht so gut raus, ne? Na gut. Die meisten der Truppen wurden gerastet. Aber die Leiche da drüben. Ich hoffe, es ist nicht der, der ich denke. Nimm das! Was denn? Kann jetzt nicht Buggy sein, oder? Die können ja auch mal fighten, würde ich sagen. Die stehen jetzt hier nicht rum. Warum warten die? Hm. Ich bin so überrascht, mal Besuch zu kriegen. Zu Hilfe! Ja. Hilfe! Hier drüben! Schön. Mein Dank ist dir gewiss, Rabenschwinge. Ja. You're welcome. Achso, wo sind die anderen? Die anderen sind raus, ne, da drüben, oder? Ne, die hängen da noch ab. So, aber Sindri. Oh, Leichennamen steht da schon. Shit. Wieso bist du hier? Okay, mehr können wir nicht befreien, ne? Ist er hier unten? Hm. Ah, wie kriegen wir den denn hier raus? Hier irgendwie rauflaufen? Oder wie geht das mit dem... Hm, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Haben sie ihn kaputt gemacht, ey. Ich kenne dieses Mal. Wer das auch war, ihm wurde sein Huger gewaltsam entrissen. Ich spüre, dass der Huger-Kerl diesmal zufrieden war. War die Skull das erste Opfer? Und dieses Kleinod, das Siegel... Tolkiener Narr. All das für ein bisschen Met? Nun denn, es ist geschehen. Ich muss die Leiche zu Borg bringen. Bruder kaputt. Na gut. Hilf mir. Sei meine Augen. Bleib
bleib doch mal stehen. Wie man's macht, macht man's falsch. So, komm. Dich trage ich und dann packe ich dich da hinten rauf. Keine Angst vor euch, vor niemandem! Setzt meinem Elend endlich ein Ende! Kommen wir da direkt so rein? Wenn's so, ja doch geht. Kann das nur jede Zwerge, selbst eines solchen wie Sindri, haben weniger Macht. Doch es muss einen Grund geben, dass Kalda den Hugakehr mit den Geistern so viele verschiedene Völker sättigt. Feuer- und Eisriesen. Ein Zwerg. Und wer weiß was noch. Wen bringst du da? Nein! Das darf nicht sein! Meister Brock, ich teile deine Trauer, glaube mir. Dein Bruder war der würdigste unter den Zwergen. Mehr, als du es ahnst. Oh, Sindri! Nein! Nein! Mein lieber Sindri! Draußen werden die Begräbnisvorbereitungen getroffen. Ich muss die Gelegenheit nutzen, um Brock auf meine Seite zu ziehen. Ich muss mit Brock sprechen. Oh, eben war er doch noch da. Brock, Junge. Okay. Interagieren. Einfach mal was essen. Draußen, sagte sie. Müssen darüber, ne? Ich muss einen Weg finden, Brocks Schmerz zu lindern. Du hast mich belogen. Du sagtest, du würdest ihn retten. Ich sagte, ich würde ihn finden. Das ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Wie geschah es? Erzähl es mir. Alles. Als ich mich dem Dorf näherte, hörte ich lautes Gebrüll. Wie von einem verletzten Bären. Bald darauf wurde ich Zeuge des Endes einer gewaltigen Schlacht. Sindri wurde von allen Seiten von Riesen bedrängt. Das eines Gottes würdige Gebrüll kam von ihm. Er hatte wirklich eine sehr tiefe Stimme. Er schwang Hammer und Meißel mit ungewöhnlichem Geschick. Ja, ja, das sah ich ihn viele Male in der Werkstatt tun.
Überall lagen Riesen herum, von Sindris Hand gefällt. Doch dann fiel einer auf feige Art deinem Bruder in den Rücken. Doch noch während Sindri fiel, warf er sein Meißel und tötete den feigen Mörder mit einem Treffer zwischen die Augen. Das alles tat Sindri. So wird es geschrieben stehen. Ich muss einen Weg finden, Brocks Schmerz zu lindern und ihn für meine Wünsche zugänglich zu machen. Wo könnten sie sein? Stimmt etwas nicht, Vessel? Gar nichts stimmt. Wir begraben den größten Schmied, den es je gab, und uns fehlt sein Werkzeug für die Grabbeigabe. Ich sah einiges davon in Ulstorp. Wenn du willst, kann ich es... Das war nur der Ersatz. Sein bestes Werkzeug hat er nie außerhalb der Zuflucht benutzt. Verstehe. Wie können solch wertvolle Gerätschaften verlegt werden? Verlegt? Sei nicht dumm. Sie wurden versteckt. Von Sindri? Damit sie niemand anderes anrührt. Vor allem nicht Brock. Nur können wir sie jetzt eben nicht finden. Und du hast keine Ahnung, wo sie sein könnten. Naja, sie sind nicht in der Zuflucht, so viel ist sicher. Aber zu weit weg können sie auch nicht sein. Würde mich nicht wundern, wenn die irgendwo hoch oben sind. Ich dachte, Zwerge hätten Höhenangst. Nicht unser Sindri. Er war ein guter Kletterer. Ich hingegen bleibe lieber mit beiden Beinen auf dem Boden, wie es sich gehört. Okay, das machen wir mit Cheat Sheet, oder? Zeig mir, was vor uns liegt. Kann überall sein, oder? Hier irgendwo. Junge, Junge, Junge. Sehr weit oben. So, finde sein Werkzeug. Irgendwo da über uns. Komm, okay, ich kletter mal hier rauf, okay? Ich mag die Zwerge ja sehr. Aber ihre ständige Hilfsbedürftigkeit ist ermüdend. Tja, es ist wie es ist. Oh, Loki, Freund, Verräter. Was gäbe ich dafür, deine goldenen Worte zu hören? Selbst die Lügen. Fühlen Sie sich wieder unter uns? Oh, nicht gut. Andere Menschen wären da gestorben. So, und da hinten dann doch irgendwo. Nicht so weit oben. Wenn ich Sindri wäre, wo würde ich mein geliebtes Werkzeug verstecken? Wenn ich Sindri wäre, wo würde ich mein geliebtes Werkzeug verstecken? Vielleicht hoch. Eine prächtige Eiche. Ob das Sindris geliebter Eichelbaum ist? Das Mist sieht nach einem vielversprechenden Versteck aus. Hätte ich Flügel, könnte ich es leicht erreichen. Ja, kannst aber auch laufen, oder? Nee, geht nicht, okay. Also das mit dem Landen und so habe ich noch nicht geschnallt. So, Markierer setzen wurde es. Markierung setzen, nö. Da Markierung setzen, aber Raff hat er nicht. Er will einfach da nicht rein, ne? Mal gleich nochmal einen seiner Kumpels wegballern.
Ja. Einfach abgestürzt, ne, hier unten. Zeig es mir. So, also. Oh, komm. Ja, ging eben nicht, geht jetzt. Okay. Landen. Alter, doch nicht da. Im Nest landen. Da kannst du noch so viel drauf zeigen, wie du willst. Funktioniert aber nicht. Okay. Und raufkrabbeln geht nicht. Noch so ein paar Pflänzchen. Sonst stehen die Dinger überall rum, ne? So, ein, zwei noch, ne? So, reicht. Zwergi Dude ist wahrscheinlich einfach darauf geklettert. Braucht so ein Kram nicht. Okay, lass mal gucken, ob es von hier dann vielleicht besser geht. Also, ich raff's nicht. Wie es gehen soll. Sindris Handwerkszeug. Wem gehört das Nest? Diese Gerätschaften zu Sindris sterblichen Überresten bringen, bevor das Ritual beginnt. Okay, hat geklappt. Einfach mal voll Bauchklatscher. Na komm. So, auf geht's.
Das Unheil wurde abgewendet. Jetzt weiß ich, warum manche dich einen Gott nennen. Ich werde noch ganz rot. Aber ja, ich habe meine Momente. Helden sterben, aber nicht ihr Vermächtnis. Sindris Mut war so außergewöhnlich, dass er heute Abend als erster seines Volkes in Valhall feiert. Ivaldi ist gekommen. Vielleicht kann er mir nützlich sein. Ich bin deswegen wegen hier, nicht wegen der Gesellschaft. Ihr Zwerge und eure Liebe zum Met. Sie hat mir bereits genug Ärger beschert. Es war kein Zwerg, der halb Jötunheim auf der Suche nach einem geheimnisvollen Met durchwühlte. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich schon. Weißt du, alter Freund, nun wäre ein guter Augenblick für eine große Geste. Zum Beispiel? Eine würdevolle Rede von dir, Sindris größtem Rivalen, würde sicher... Ach, leck mich! Wir alle müssen Zugeständnisse machen. Ich kann dir sogar die süßen Worte einflüstern. Die Zeit lässt die Quelle des Leids versiegen. Sie bringt Hoffnung, die über den kalten Tod hinausblickt. Sie macht aus dem Strudel der Trauer die ruhigen Wasser der sinnstiftenden Einkehr. Sind diese Worte für Sindri oder Baldr? Baldr lebt. Warum sollte er solcher Worte bedürfen? Sicher, sicher. Ich wollte nicht... Na, du weißt schon. Gut. Ich halte die Rede. Sehr gut. Aber es wird meine eigene sein, nicht deine. Dichtkunst ist nichts für uns Zwerge. Aber ehe alle Fackeln entzündet sind, ist an eine Rede nicht zu denken. Wer weiß, wie lange es dauert, bis die Zwerge alle Fackeln entzündet haben. Es wird schneller gehen, wenn ich es mache. Na komm. Die Zwerge haben mir einen Platz zugeteilt. Das ist eine große Ehre. Ich mochte Sindri genauso wenig, wie er mich. Und doch konnte er mit dem Hammer umgehen, mit dem Meißel, mit der Säge auch. Und er wusste, die Blasebälge zu bedienen. Manche sagen besser als sonst jemand. Besser als ich. Brock, dein Bruder war ein sehr guter Schmied. Ich bewunderte ihn sehr. Okay, kein Mann langer Worte. Meister Brock, du hast Sindri ausgezeichnet verabschiedet. Das ist das Mindeste, was er verdient hat. Aber feiert er wirklich in Valhall? So ist es. Ich sah es in einer Vision. Komm, gehen wir ein Stück.
Und sage mir, bist du bereit, Sindris gutes Werk fortzuführen? Ivaldi zu helfen, war nicht das Werk meines Bruders. Aber so zu trotzen war es. Und es brachte ihm den Tod. Die Gier nach Met brachte ihm den Tod. Nach diesem Met zu suchen erforderte Mut. Damit trotzte er Sords Herrschaftsanspruch. Ein grotesker Gedankengang. Mir erscheint es äußerst klar. Ich denke nicht, dass ich dir irgendwas schuldig bin. Ich setzte mein Leben aufs Spiel, um die Leiche deines Bruders zu bergen. Nun tue ich es wieder. Für dich und ganz Svart Alfheim. Unfug. Du tust nichts aus reiner Nächstenliebe. Ich weiß, worum es dir geht. Ich weiß alles über deinen jungen Baldar. Ich habe Ohren, weißt du? Selbst in meiner Trauer. Also tu nicht so, als wärst du wegen uns hier, weil ich... Verlangst du von mir, meinen eigenen Sohn aufzugeben, um mich nur eurer Rettung zu widmen? Na gut, wenn du es so sagst... Ich brauche Zeit. Ich trauere noch, verstehst du? Lass mich darüber nachdenken, ja? Nur ein bisschen. Klar, aber Brock quatschen wir erst beim nächsten Mal an, okay? Also, bis dann, ciao.